Herzlich willkommen zurück zu Halo Reach. Es gibt ein Problem. Wie ihr seht, 6 von 12 abgeschlossen. Was ist hier los? Wo sind wir da? Ja, ich bin ja ins Menü gegangen beim letzten Video. Das war ja auch sehr kurz gewesen. Und da hat er umgeschaltet irgendwie die Einstellung. Und da habe ich nicht gemerkt, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, hat die Aufnahme aufgehört. Habe ich nicht gemerkt, habe einfach weitergespielt. Super ätzend. Das bedeutet, ich habe 20 Minuten oder wie viel auch immer weitergespielt. Total blöd. Und ich quassel hier für Selbstgespräche. Sehr ärgerlich. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir denn da dran sind. Nächste Frage. Lange Nacht des Trostes müsste das ja sein. Ich vermute, das sind die Abschnitte, oder? Durch den Energieschild. Ne, wir haben die Korvette schon betreten. Wir sind auf jeden Fall weiter. Wir waren im Weltall. Ne, hochgelandet sind wir nicht. Mist. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo wir da dran sind. Das ist ärgerlich. Tja, da müssen wir jetzt durch. Noble 6, die Gegenmaßnahmen der Savannah wirken nicht ewig. Schleusen Sie sich ein und deaktivieren Sie den Funkverkehr des Kreuzers endgültig. Sobald die Korvette den Schnabel hält, leiten wir Kinnhaken Phase 2 ein. Okay, ich habe da oben noch eine Weltraumschlacht gehabt. Die haben wir jetzt verpasst. Es tut mir leid. Und danach sind wir auf dem Schiff gelandet, auf dem wir rumgeballert haben. Aber die Weltraumschlachten waren noch nicht wichtig, ehrlich gesagt. Morlet an Savannah. Feindliches Funkrelais ist jetzt abgeschaltet. Verstanden. Beenden Gegenmaßnahmen. Lenken alle Kraft und Personal auf Waffen. Okay, Noble. Bringen wir die Hyperraumbombe an Bord. 6 zum Hangar. Sowas Mieses, das habe ich wirklich gerade alles schon gemacht. Sehr schade. Aber können wir nicht ändern. Wo wirst du das denn? Könnt ihr den mal abknallen? Schnallt ihn ab! Unterwegs. Gott, die Granaten, die fliegen, was weiß ich wohin. Sind gerade alle meine Jungs gestorben? Alle meine Jungs sind gestorben. Jetzt kommt eine schwere Stelle. Das trifft sich ja hervorragend. Jetzt kommt echt eine schwere Stelle. Packe ich das überhaupt? Da bin ich ein paar Mal eben gestorben auch. Ah ne, das ist noch gar nicht die Stelle. Alles klar, okay. Jetzt müssen wir erstmal den Hangar befreien von dem Mistvieh da unten. Würde ich sagen, switch mir hier die Waffe. Ah, fies, ne? Das ist eine halbe Stunde nochmal spielen um den Dreh oder wie viel auch immer das war.
Ist mir nicht aufgefallen, dass die Aufnahme sich von alleine beendet hat. Nur weil wir in den Einstellungen irgendwas ändern. Ärgerlich. Woho, ich kann fliegen. Ja, kommt ihr mal ruhig zu mir und ich spare auf jeden Fall Handgranaten für die Stelle, die gleich kommt. Die ist nämlich ein bisschen schwieriger und wenn ich dann mit Handgranaten ein bisschen was deichseln kann, ist das schon ganz gut. Okay, von wo wird hier gerade auf mich gefeuert? Ach, von da. Ah, shit. Das ist nicht schön, was da gerade passiert. Ja, da lachen sie. Ich habe hier ja nichts zum Lachen. So, die kommen von da und da. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Au. Was? Hier fliegt irgendwo einer rum. Oh, nee, du bist da. Ist er geflohen? Ist er? Ist er fast down? Wo ist er? Ah, das ist ärgerlich. Du warst doch fast down. Ist er schon wieder geflohen? Seite. Jetzt habe ich dich. Mistkerl. Huch. Was ist denn hier? Hier sind die neuen Munis. Dankeschön. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Ich würde sagen, das MG weglegen und den Needler nehmen. Den sollten wir auch schön vollladen. Hier liegt doch bestimmt jede Menge Muni dafür rum. Dankeschön. Das sollte das Maximum gewesen sein. Na, jagt das mal in die Luft. Bam, bam. Sieht's aus. Kontrollpunkt? Immer noch nicht. Da muss hier noch einer leben. Sechs, die Schildsteuerung. Ich muss rein. Alles klar. Bitteschön, komm rein. Bring die Bombe rein. Was? Bombe? Habe ich gerade schon gespielt. Doch, weiß es schon. Pulverfass ist an Bord, Dame. Verstanden. Sechs, bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Korvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. Fünf, schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also Beeilung, okay? Okidoki. Nobel 6, bringen Sie die Korvette auf Kurs zum Supercarrier. Auf der Brücke finden Sie die Steuerung. Wir haben reichlich Waffen und Munitionsbrocken. Die sollten wir noch leer schießen, dann ist Kampf mit der nehmen gleich. Savannah und Holland erleiden schwere Strukturschäden, müssen abbrechen können. Verstanden, Savannah. Unser Team ist drin. Lösen! Abbruch, Abbruch! Ist im Rumpf, Reaktor brennt. Verdammt, die
verlieren wir unser Schiff. Aber deren Schiff werden wir auch noch mitnehmen. Tja, das war's, Jungs. Salutieren wir nochmal. Die Fregatte ist N6. Hätten nichts tun können. Womit hat man eine Kampfgewehr? Sie stecken tief drin, ohne Deckung. Setzen Sie die Korvette in Bewegung und verschwinden Sie! Mist. Lässt mich nicht zurückgehen. Wir müssen erst das andere erledigen. Okay. Dann macht es mehr Sinn, so eine mitzunehmen, die dann wenigstens vollgeladen ist. Okay, Jungs und Mädels. Ist wohl die Brücke Spartan. Räumen wir sie. Ja, die ist auch nicht ohne. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Problem ist, der Fixer da hinten würde den gerne stacken. Das war ja normaler. Huch! Das war eben wesentlich schlechter gelaufen. Hat es ja wahrscheinlich aber auch damit zu tun, dass ich das gerade schon gemacht habe. Da war ich schon links hoch dann jetzt. Ihr seht ja auch mehrere Unsichtbare hier. Ist der Unsichtbare da? Wo ist er? Du Mistsau! Ah! Das war knapp. Los, Lieutenant. Setzen Sie die Korvette auf Auftankkurs zum Supercarrier. Alles klar. Sehr gut, Noble 6. Kinnhaken initiiert. Korvette ist unterwegs. 6. Unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschuss. Zurück zum Hangar. Tja, das klappt nicht so gut. Lahm, der Schuss. Also wieder zurück zum Schiff, wo unsere Bombe ist. Wann immer du kannst, Noble 6. Komm, lad nach. Feinde! Danke fürs Kommen. So, hier müsste doch irgendwo noch Kampfgewehr rumliegen, genau. Das würde ich gerne tauschen. Jetzt heißt es Stellung halten. Das mache ich am besten von einer oberen Position. Haben wir nämlich auch noch eine schöne Fernkampfwaffe, die wir nutzen können. Nächste Welle genau unter mir.
Tür zu. So hat das geklungen. Wo denn her? Okay, wir wechseln auf Needler. Weil es so Spaß macht, Elite zu kämpfen mit Needler. Alles frei! Jammer! Oh, hier sind ja noch welche. Was ausgehalten, ne? Nimm das mal. Dankeschön. Okay, Waffe ist leer. Savannah hat sich an der Tür zu schaffen gemacht. Wir kommen nicht zurück zu den Sabres. Noble 6 zu mir. Okay, geschafft. Ja, das habe ich gerade schon mal gespielt, wie gesagt. Also dieses Schiff nähert sich der Auftankroute des Allianz. Ich habe ein bisschen mehr gebraucht, eben wohl ohne euch. 76 Sekunden zum Ziel. Verdammt. Ah, das war's dann also. Oh, das ist ja meistens so. Zweiten Durchlauf ist einfacher. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Der Vogel hat was abbekommen und die Düsen sind im Eimer. Man kommt also nur mit Schwerkraft hier weg. Und die Guten? Das waren die Guten. Bei aktueller Geschwindigkeit 53 Sekunden zum ja, Ziel. Ja, ja. Die schlechten Nachrichten, der Timer ist hin. Ich muss sie von Hand zünden. Das machst du nur einmal. Wir sterben alle irgendwann. Geh lieber sechs, die brauchen dich da unten. Hör mal, Reach war gut zu mir. Zeit, sich zu revanchieren. Nimm mir das nicht. Mit einer Hand. The Machine, er opfert sich. Die sollen sich reinhängen. Damit der Sternenzerstörer nicht das jetzt mal. Halt das Kampfschiff. Das Kriegsschiff der Allianz zerstört wird. Leider opfert er sich kommen umsonst, weil das eine Schiff macht nicht viel aus. Das werdet ihr gleich sehen, warum. Gravum hat sich selbst in die Luft gejagt. Er dachte, er rettet seinen Planeten damit, seine Heimat. Reach. Dramatisch. Tja, eins haben wir zerstört. Wir haben gedacht, jetzt haben wir die Invasion aufgehalten. Nö, kommen ganz viele neue dazu. Hat gar nichts gebracht, das eine Schiff war scheißegal. Die Allianz ist riesig. Die Menschheit hat eigentlich gar keine Chance. Exodus. Kampagne. Es ist noch nicht alles verloren. Evakuieren Sie Zivilisten aus einer besetzten Stadt. Also ein bisschen Häuserkampf in New Alexandria. Wir sind wieder auf Reach. Wir haben Mission 6 beendet, also die Hälfte des Spiels etwa. Schön atmosphärisch alles, ne? Mit den Bildern und so, der Musik. Das gefällt mir alles gut. The Pistol. Ha! Damit gewinnen wir den Krieg. Gib mir einen Bleistift und ich bastel eine Bombe. Das sieht schon cool aus. Trink direkt mal einen Schluck Kaffee. Nerven auch. Ja, schade hier, ne? Wenn man so sieht, wie schön hier auch so dunkler Boden und die Lichteffekte
sein könnte zu Schattenspiel. Das finde ich alles ganz gut hier mit den Texturen, der Vegetation, die so leicht ist, dem Moos und dem Bäumchen. Da hätten sie ein schönes Waldgebiet machen können. Vielleicht kommt das ja noch. Verschenktes Potenzial. Wer sonst? Wir bringen auf jeden Fall ziemlich viel rein. Weltraumschlachten, was weiß ich, Fahrzeugkampf, alles ist drin. Jetzt haben wir auch noch Stadt- und Häuserkampf. Zack. Also ich darf nicht in die Menüs, in Optionen gehen und irgendwas verändern, sonst bricht er die Aufnahme ab. Nur Probleme hier mit Xbox. Keine Ahnung. Alle verfügbaren Teams zum Traxus-Turm vorrücken, zum schnellsten möglichen die Pistole hier. Verstanden, Zentrale. Reicht. Der Status am Turm? Am Turm ist noch alles okay. Bringen wir die Zivilisten schnell weg. Verstanden, Zentrale. 4-0 aus. Tja. Frauen und Männer, alle abgeschlachtet. Zum Glück keine Kinder, aber Kinder hätten eher, man sieht hier einen Teddybären, ne? Mit Rucksack. Also die haben auch Kinder abgeschlachtet, auch wenn man es nicht sieht. Ich denke mal, da machen die auch keinen großen Unterschied. Ich glaube nicht mal, dass sie das irgendwie erkennen können, dass das Kinder sind. Könnte ja genauso gut sein, dass die kleinen Grunts. Ups. Auch Kinder sind. Ich weiß es noch nicht. Jetzt natürlich nicht, aber trotzdem. Woran soll der Mensch das erkennen? Ne? So, wir kriegen schon ein Munitionsproblem. Und schießen wir mit der Plasma rum. Romeo Company, uns wird von Selbstmordkommandos der Allianz berichtet. Das soll wohl ein Witz sein. Negativ. Augen offen halten, Soldat. So wie bei Serious Sam. Wow, die Bombenköpfe. Falls ihr nicht kennt, googelt mal Serious Sam. Lustige Spielerei. Kilo 26, hier ist Kilo 4-0. Die Allianz-Korvette setzt uns ordentlich zu. Finales Schutzfeuer 1, Gefahrensituation. Mein Kommando, over. Verstanden, Kilo 4-0. FSF 1 auf Ihren Befehl. FSF 1, over. FSF 1 bereit. Feuer. Helme festhalten. Huch, bleibst du mir wohl von der Pelle? Spinn's wohl. Kilo 4-0, FSF Lagebericht bitte. Negativ 2-6, die Korvette. Oh shit. Shit, da war einer direkt neben mir. FSF 2 bereit. Feuer. Könnt ihr euch mal selber in die Luft jagen? Verdammt, wie hält man das Ding auf? Ratten. Oh, Platsch. Tote Ratte. Mörder! So, wir haben kaum noch Energie. Das ist nicht gut. Oh. Ah ja, Kettenreaktion. Sehr gut. Wenn ihr alle Granaten gezündet habt, wird mir auch nichts für. Selber schuld. Selbstmord. Oh, Heilung. Komischen Selbstmordkommandos, ne? Die tauschen wir mal aus. Needler gegen die Pistole. Ja, warum nicht, ne? Needler ist eine coole Waffe. Machen wir das doch mal. Hilfe! Jemand muss uns helfen! Oh! Sie kommen! Sie sind hier! Maschinengewehr, Pistole. Lacht sich da was? Der Schweinehund. Wo zum Henker kommt der denn her? Wen interessiert? Unterstützung! Hey, neue Pistole. Evakuierungsteam 7 an Kilo 26. Jo. Der Traxus-Turm ist in Sicht. Verstanden, Evac 7. Da haben wir wieder einen neuen Gegner, ne? Over. Ich glaube, die kommen noch nicht bei Teil 2. Ich glaube, die kommen erst bei Teil 3. Ich bin mir nicht sicher. Halt, hörst du wohl auf? Entschuldigung, ich hab dir das Leben gerettet. Leid. Weiter so. Vollfeuer.
Meine Erinnerung ist wieder auf. Zwei schießen können und gleichzeitig so Double Action. Im Atrium führt zur Frachtrampe. Von dort aus kommt man in den Turm. Ich irre mich aber auch. Drück die Erinnerung vielleicht. Kontakt aus dem Westen! Komm, Schild, geh mal hoch. Gehst du mal hoch, bitte? Sauber, sauber, auf geht's. Wir rein und suchen den Fahrstuhl. Fahrstuhl. Was? Schild. Schaltet dieses dämliche Ding aus! Granate! Du hast ja Deckung raus und kein Schutzschild. Renn. Oh shit. Nicht gut. Hier sind noch mehr Niedler, Maschinengewehr. Aber ich finde die eigentlich ganz cool. Was sollen wir jetzt machen? Den Aufzug abhauen mit den Zivis. Warum zum Teufel dauert das so lange? Wir evakuieren Zivilisten aus der Etage unter ihnen. Wenn sie an der Frachtrampe sind, schicke ich den Fahrstuhl hoch. Landungsschiffe, sie landen im Hof. Auf die Flanken achten. Okay. Alle in Deckung und wachsam bleiben. Wir müssen diese Position halten. Position halten. Aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis demnächst, euer Chojin. Diesmal hat es auch geklappt mit der Aufnahme. Juhu.